da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Daumen dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Bugscan gegen Bugchains. Bug gegen Bug. Bug gegen Bug. Herausfinden, wer das bessere Bug-Deck ist. Die Leute, die sich bei uns auf dem Discord finden, die haben schon ein bisschen gespoilert. Weil da habe ich mal drüber geredet, weil das Matchup so ist. Weil wir haben in der letzten Runde, nee, in der vorletzten Runde von der Radio Ravnica Liga gegeneinander gespielt. Und das war nach diesem Matchup. Es ist nicht dieses Matchup, es war nach diesem Matchup. Und meiner Meinung nach ist Bugchains hier sehr, sehr hart favored. Ich würde jetzt sagen, der zuerst Uro hat, gewinnt. Jein, Bugchains hat halt einfach eine Combo. Ja, das stimmt. Und in dem Moment, wo Bug Scam hingeht und den Scam-Sachen macht, wie es hier teilweise tut mit ich lege so einen Grief und dann two-for-one ich mich hier schon. Und ist halt eigentlich das, was jedes Bug-Deck möchte. Jedes Bug-Deck möchte, dass man two-for-ones nimmt, wo man nur kann. Deswegen spielt man hinter Turak, deswegen spielt man so möglichst kein Force of Will. Und gegen dieses Deck muss man Force of Will haben und muss es sogar noch mehrfach halten, alleine wegen der Combo. Und das ist halt einfach ein Problem. Ach, vor allen Dingen, da ist ein Combo-Piece schon auf der Hand. Das ist halt auch schon wieder so. So. Und vor allem ist da ein Uro auf der Hand als vierte Karte. Das ist abrupt. Da nimmt man dann ein Combo-Piece. Jo, macht am meisten Sinn, ne? Ja. Aber der Uro macht halt einen dann auch zu schaffen. Das DK macht nichts. Ja. Da das Grief zu teuer ist. Ja. Man nimmt's DK. Spannend. Ja, wie in der Belfast Tricks vielleicht. Ach so, weil man selber noch einen spielen will oder was? Mhm. Ah. Uff, wenn einem das nicht mal in den Arsch beißt. Ja, glaube auch. Aber gefährlich. Da kommt der Beat. Da gehen wir auf 17. Da kommt dann die Strix. Da darf dann natürlich kein Ork kommen. Wenn da dann der Ork kommt, dann wird es halt richtig mies, wenn die Strix kommt. Ja, stimmt. Die Strix spielen und dann pinkt man die Strix. Was? Ja, hier wird scheinbar aufbewahrt. Hat man keinen Blaupatch sonst? Aber ja. Aber sonst hat man keinen Blaupatch. Und der Grief hat man nicht genug Schwarzpatch, beziehungsweise will das Deed vielleicht behalten. Ja, da kommt der Dude. Dann kommt der Ponder. Spannend. Ich hätte jetzt gedacht, man geht hier in den Uro-Dude. Aber das ist nicht der Fall. Okay, man hat genug Länder auf der Hand, ne? Yes. Je nachdem, wäre ich, glaube ich, auch schon versucht, einfach mal so die Chain zu schmeißen. Ja. Man verliert halt 3-2 Karten. Das will man halt auch nicht in dem Matchup. Ja, aber den Uru kannst du nächste Runde einfach spielen. Wenn du ein Land hast, tatsächlich. Der hat auch 2 auf der Hand. Ja, aber wenn du jetzt die Chain schmeißt, der andere wirft zurück. Stimmt, ja. Also ja, okay, schmeißt den Uro ab und Land und hast das Land immer noch auf der Hand. Ja, dann will den Uro, glaube ich, einfach lieber casten. Ja, klar. War gerade nur so ein Gedankenspiel. Ja. Oh, Pernicious Deed. Dass die Karte nochmal play sieht. Und Mainboard. Ja, Mainboard 2 Stück. Gerade gegen so Decks wie Endcast oder so, wirklich gut. Null Buff. Genau, null Ursachsager plus Tokens, alles abgeräumt. Ach ja, die sagt ja kein Non-Land Permanent, die sagt ja so, schön alles runter außer Planeswalker. Genau, und Länder. Zerstört aber auch zum Beispiel eine Dryad Arbor gegen Elfen, sehr, sehr starke Karte. Und da kommt ein Assassin's Trophy. Das ist Forced. Halt keine Basics drin. Ja. Scam-Spiel. Jetzt so ein Blood Moon vom Bugchains. Ja, Blood Moon ist natürlich ist heftig. Beide Decks, glaube ich. Aber ich glaube, Bugchains hat hier eine sehr, sehr ähnliche Mana-Base. Ich glaube, der hat 2, 3 oder 4 Basics. Nee, nicht mehr der Version. Oh, okay. In der Version gibt es keine Basic Lands mehr. Basic Lands sind nur noch zum For the Week. Spielen da. Und der Uro. Das der ist schöne. Problem, ja. Sim Secret Layer Drop. Das war ein Fetchland, glaube ich. Yes. Das ist jetzt natürlich wirklich ein Problem. Weil man hat nicht annähernd genug Leben runtergezogen. Und Uro auf der Gegnerseite ist halt wirklich, wirklich einfach ein Problem. Ja. Zeigt halt wieder, was für ein Problem das Tier ist. Ne? Ja. Was kann man denn jetzt da machen? Mach mal Assassin's Trophy. Ja, wer hat eins, das da aussah, man will jetzt unbedingt irgendwie einen Ork da reinschmeißen, aber das macht das keinen Sinn. Das ging auch. Ja, wieso nicht? Stimmt, der ist 2. Ne? Genau, der ist 2. Das heißt, man schießt einmal drauf, hält man schießt einmal ins Gesicht, hält damit beiden dagegen.
Ja. Ja. Dasmoark schießt eins ins Gesicht, hält mit beiden dagegen. Ja, und dann hat man one for one. Ja. Dann brauchen wir auch die Tokens schon mal nicht rauszusuchen. Genau, das ist halt one for one gegen Grief. Gridman ist schon ziemlich, ziemlich gut. Das schon, das stimmt schon. Da hat man jetzt aber natürlich den Uro. Also jetzt kommt der Uro ziemlich safe. Ja. Wasteland auch sehr. Ach, das sind die neuen. Ich dachte gerade, was ist das? So, ja, der Ringe Wasteland. Der wird nicht geurot. Okay. Kann ich schon sagen. Naja, das ist jetzt ziemlich, ziemlich strong, weil jetzt kann man nicht mal mehr dieten. Nee, stimmt, macht die Länder nicht. Oh, richtig. Fuck. Man kann nicht mal mehr dieten, das ist sehr, sehr, sehr strong. Dann kriegt man drei Leben, zieht eine Karte. Boah, ist das darf man ein Land legen. Und keins. Ein Brainstorm. Boah, den. Grief Force und irgendwas Nutzloses. Da ist es um. Das ist so gut wie um, das stimmt yes. schon. Ja, also das ist halt. Sehr, sehr, sehr stark. Aber das ist es halt. Also Bug hat halt wirklich das Problem. Uro kriegen die halt auch nicht so gut los. Weder die eine noch die andere Seite. Und dadurch, dass Bug sich praktisch die ganze Zeit Two-for-Bond, ist es halt so, dass vom Prinzip her das Deck gewinnt, dass ich weniger Two-for-Bond. Und das tut in dem Fall das Bug Chains. Ja, plus du hast halt den Emergency-Button, ne? Genau. Die eine Karte von der Combo war ja die ganze Zeit auf der Hand. Das heißt, er braucht, wenn er drin hat, nur einen Green Sun oder halt den Natural Draw von der Karte. Ja, ja. Und dann ist der Käse halt auch schon gegessen, ne? Da ist ein Mulligan von Max Gam. Das ist eine okay Hand. Das ist ein Force of Negation. Interesting. Ja. Ja, um gegen die Kombo nicht zu sterben. Ne? Genau, das ist halt leider das Problem. Oh, Mann, 5. Krass. Das ist halt genau das Problem. Also man muss mit dem Deck einfach schauen, dass man irgendwie klarkommt. Pitch, Orc, auch bitter. Das ist halt... Holy fuck. Das ist jetzt richtig mies. Weil, also es sind zwei Orkisch, die ziemlich gut sind. Es ist aber auch gleichzeitig der Uro. Und wenn man bei der Bug-Scam-Hand sieht, da ist ein Reanimate, da ist ein Underground Sea oder ist es halt gut. Uiuiui. Jetzt könnte man entweder halt alle Uros rausnehmen oder Two-for-One machen. Weil, ja, mal gucken. Also, ja, du gehst safe jetzt auf das Reanimate. Also, ich würde jetzt. Du willst eigentlich auch nicht den Uro nehmen. Ich würde das Ponder nehmen und dann einen von den Uro könntest du als Surgical. Und das Problem, was du halt wirklich hast, ist einfach, wenn du in diesen Midrange-Plan kommst, okay, da werden beide abgeworfen. Jetzt ist eben genau die Frage, was man hier nimmt. Ich hätte tatsächlich den Uro auf der Hand gelassen und das Ponder genommen und die Orkisch gesurgicalt. Weil die Orkisch das einzige sind, was den was Menace überbrückt. Ja, aber und halt gehofft hat, du immer bist immer wieder drei Leben. Ja, ja, aber so lang, aber halt gehofft, dass Uro relativ lang braucht dann oder du bist da eine irgendwie eine Art von Antwort hast. Mhm. Ja, das sind halt Möglichkeiten, die halt da sind. Auf jeden Fall nicht so die leichtesten Play Patterns einfach. Mhm. Ork Armee, glaube ich. Man hätte auch einfach die Ah, nee, hätte man nicht. Ich war gerade überlegen, ob man die Ork vom Gegner macht. Das ein Wasteland. Da hat man jetzt echt nicht viel an Land gefunden. Immerhin. Aber hat halt jetzt auch immer noch nicht die Dings gezündet. Ne? Surgical, die wartet man jetzt halt wirklich bis da was kommt. Ja. Puh. Oh, das Wasteland ist fast schon schlecht. Na, da ist ein Georgia's Edict auf der Hand. Das geht eigentlich. Man kann jetzt Bitter machen. Der wird den Ding reinlegen. Surgical den Udo. Den Uro? Vermutlich. Endurance. Endurance auf sich selbst. Sterbeträger zuerst? Zuerst. Spannend. Man kann jetzt Endurance nämlich auch selber reinwerfen. Ja, stimmt. Man kann mit Endurance im Deck kann man nicht Deckout gehen. Das ist natürlich sehr, sehr strong, weil das holt den Uro wieder ins Game zurück. Mhm. Und ja, das dann ist dann schon ganz gut. Gibt man noch Fetchen? Ja,
und geht bieten. Ich denke, hier muss man aber den Fetch nehmen, für den Fall das. Jetzt kann man überlegen, in welcher Welt der Fetch auf den Cast unterschiedlich Unterschied macht. Aber egal, opfer mal noch kreativ. Ja, bevor, okay, du kannst ja eh ansagen, was du willst, also Lone Token Creature oder Token Creature. Das ist so gut an dem Ding. Das macht den so schön. Yes. Und dann ist da noch ein Token Oblivion. Ja, der nichts macht. Ne? Gute Evoli-Token. Und dann kriegt man 3 und go. Ja. Aber man agiert halt auf 0-Hand-Karten als Praxis-Spieler, was halt wirklich mies ist. Und Chains zieht sich da fröhlich einen vor sich hin. Genau. Da ist ein Sage. Ich dachte gerade schon, das wäre noch ein Wasteland. Das wäre jetzt natürlich auch zum Heulen gewesen. Yes. Ah, da musst du reinhalten. Block mit beiden, sterben. Wasteland, die Blauquelle. Ja. Dann hat man halt nicht viel mit Blau auf dem Hut. Aber... Da ist eine Library. Library ist strong. Ach, das ist eine Library! Yes. Brainstorm. Brainstorm zieht 3. Oh. Wasteland. Carpet. Carpet. Carpet bringt auch nichts. Dann hat alle Insel weggehauen. Schlecht. Ja. Dann trigger den. 1, 2, 3. Wenn jetzt halt irgendwie sowas wie Land-Uro oder sowas kommt. Und dann 2 auf jeden Fall. Ja, kann man sich fast schon erlauben. Ja, man ist halt beides im Ding. Man könnte auch immer noch einfach Combo machen. Man kann auch einfach noch über die Combo einfach gewinnen. Das ist jetzt die Frage, ob man sie schon hat. Oder ob man über was anderes gewinnt. Das ist der ein Mana mehr, deswegen. Ja, ja, aber man kann ja ein Combo-Piece ja theoretisch schon mal legen. Yes. Weil bei einer Handkarte, okay, könnte es halt ein Removal sein. Genau. Spannend, das Ganze spannend. Yes. Tap Draw, Land Go. Ja, das ist so spannend. Nicht so wild, was hier passiert. Da gibt ein Fetchen für die eine Karte. Es wäre halt gut, wenn man eben so einen Ork-Schrein knallt, damit eben nicht die Library triggert, aber das sehe ich aktuell noch nicht. Doppel-Bio sogar. Spannend, spannend. Ist von der Mana-Base auf jeden Fall noch ein bisschen anders. Aber ja, sehr breit gefächert halt, ja. Ne? Weil ich glaube, Torben hatte manchmal das Problem, dass je nachdem, wie du den Wastelandest, das ein bisschen problematisch werden konnte. Yes, absolut. Jetzt geht's in die Top Draws. 1, 2, 3. Das ist, glaube ich, ein Bomas dabei. Ich glaube auch, aber der macht halt nicht so viel. Der macht quasi gar nichts. Dann kommt es. Fortzies! Oh, Grief getroffen. 4 ist natürlich machbar. Ja. Falscher Brainstorm zur falschen Zeit und man ist tot. Stimmt, ja. Da kommt Baumaster. Da geht man auf 10. Dann kommt der Token. Uff. Es fehlt halt nur noch ein Dude und dann ist Feierabend. Ne? Ist die Chain tatsächlich? Geht für 2, gibt man auf 8. Man kann jetzt natürlich auch den normalen Beatdown-Plan runtersetzen. Ja, ja. Und es einfach runterkontrollieren. Das ist halt Ponder und Brainstorm auf der Hand. Das ist halt beides nicht so geil, den Face of Bowmaster. Vor allem mit den Leben. Ja, genau. 1, 2, 3. Da wäre jetzt halt auch vorbei gewesen. Nee, man kann drauf. Das ist ja ein Delay, ja. Das heißt, man setzt den Trigger auf den Stack, dann muss man darauf reagieren und dann darf man entscheiden, das nicht zu tun. Ja, stimmt. Hier kann man zumindest mal einen Ponder probieren. 2, 3 für den Shuffle-Effekt. Da ist eine Insel. Es ist halt auch die Frage, wenn man noch ein Removal auf der Hand hätte, könnte man auf den Ding noch reagieren. Das kommt. 2. Ja, das ist jetzt halt auch handkartentechnisch ziemlich einseitig. Uro auf der Hand. Okay, wird gefetcht. Ja, wahrscheinlich Uro. Ich das so sehe, so. Ja. Trigger. 8. Ja. 7. Eine Karte. Könnte man Land rein. Eine Library, die bringt nicht mehr so viel. Force, ja. Library und ich weiß nicht, was die Karte ist. Nicht so relevant ist tatsächlich.
da ist noch ein weiteres Land. Das bitter. Man kann jetzt halt einfach schön die Länder nach oben setzen mit der Library andauernd. Mhm. Genau, jetzt kann man da, das sieht nach Oropiles aus, die man hier zusammenbaut. Mhm. Blau, schwarz, grün. Einmal Udo. Ich bin auf 7 und das ist dadurch alleine schon, glaube ich, wieder gelaufen. Jo. Ein Spieler kann Uro casten, der andere nicht. Beziehungsweise hauen können beide, aber 4 Leben ist halt nicht so viel. Wenn man jetzt kein Land top-deckt, ist darum. Jo. Und das ist kein Land. Gut, 2-0 Bugchains. Einfach das bessere Bugdeck, würde ich sagen. Jo. Mit Recht. Mit Recht. Obwohl Bugs Game auch schon ziemlich gut ist. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.